Hallo zusammen, ich bin Jewgen Sokolowski von Classic Remise Düsseldorf und wir sind heute mit absolut exklusiver Ferrari 296 GTB Cavalcade Edition. Wir drehen heute wieder in unserem Eventraum von Classic Remise Düsseldorf, weil nach einem Jahr unserer Analyse haben wir uns gezeigt, das beste Video, was haben wir gedreht, war mit Ferrari F430 Coupé, genau hier, genau im Classic Remise. Kurz über 296 GTB, was ist? Ja, das ist neue Ferrari mit Heckmittelmotor, aber der ist mit 6 Zylinder, mit Hybridmotor, insgesamt hat 830 PS. V6 mit Winkel von Zylinder 120 Grad. Das Auto echt sehr, sehr schnell. Wir kennen von Testbericht Nordschleife, das Auto hat gemacht unter 7 Minuten. Das ist der erste Ferrari, welcher hat unter 7 Minuten Nordschleife gefahren. Aber konkret, das war 6 Minuten 59 Sekunden. Natürlich, das Auto mit Fiorano-Paket sehr, sehr sportlich, sehr, sehr aggressiv von Fahrwerk, von seiner Aerodynamik, mit aktiver Aerodynamik. Genau das Auto hat kein Fiorano-Paket, weil es gibt Vorteil und Nachteil. Mit Fiorano-Paket, du hast Sportfahrwerk, du hast viel Carbon, viel sportliche Sachen, aber leider, du kannst nicht bestellen Fahrzeug mit Lift, weil es gibt Fahrer, welche Frontlift für Fahrzeug sehr wichtig. Und es gibt Fahrer, welche sagen, nein, mir ist egal Lift, ich will Sportfahrwerk haben, weil ich will Trackdays machen. Wer benutzt das Auto für Trackdays? Meine Empfehlung, ja, nur mit Fiorano-Paket. Wer will das Auto im Stadt fahren, dann natürlich ohne Fiorano-Paket. Die alle vergleichen 296 GTB mit SF90. Nein, das sind absolut verschiedene Fahrzeuge. SF90 ist für SF90, 296 GTB, das ist 6 Zylinder, nur Heckantrieb mit Hybridmotor, aber 830 PS. Im Winter, ich habe das Auto getestet auf der Rennstrecke als GTS-Modell, als offene. Das Auto klasse schnell, ja, das ist ganz einfacher für, sage ich so, für Gentleman-Driver, ganz einfacher, ganz schnell fahren, weil alle Assistent, Hilfeassistent und Elektronik hilft dich und das Auto ist ganz leicht stabilisieren und ganz einfach Feedback von Fahrzeug kriegen auf der Rennstrecke auf gute Speed, gute Geschwindigkeit. Im Rennsport dieses Jahr 2023 für Ferrari sehr erfolgreich geworden, weil erster Sieg Ferrari hat gemacht auf 24 Stunden Nordschleife mit genau 296 GT3 Fahrzeug. Und natürlich, alle wissen das, alle kennen das, für Ferrari als italienische Hersteller auf deutsche Rennstrecke Nordschleife, wo ganze deutsche Industrie mit Mercedes, Audi, Porsche, BMW, das ist nicht einfach. Aber Ferrari hat das gemacht. Glückwunsch. Nächster Sieg, 24 Stunden Le Mans, hat Ferrari gewonnen, nach 55 Jahren mit Hypercars. Was ist Cavalcade? Cavalcade, das ist Veranstaltung für Ferraristen, ja, für Ferrari-Fahrer, Top-Kunde von Ferrari. Es gibt schon seit 10 Jahren, genau das Auto, 10 Jahre Anniversary, 10 Jahre Jubiläum-Modell zum Cavalcade. Cavalcade Edition, das ist absolut tailor-made. Du darfst das Auto bestellen in 5 Modellen. SF90 Coupé, SF90 Spider, 812 Competizione, 812 Competizione Aperta und 296 GTB. Genau das haben wir Auto als 296 GTB, das ist als kleinste Auto. Aber Preis von Fahrzeug, wenn vergleichen wir mit normalen 296, fast doppelte teuer. Die normale 296 Preise liegt mit guter Ausstattung bei 360 bis 400 brutto. Das liegt von Ausstattung, von Farbe. Genau das Auto TaylorMade liegt Preis fast doppelte bei 650.000 brutto. Cavalcade Edition, du darfst bestellen nur in 5 Farben. Es gibt Rot, genau das, das Taormina Rosso. Wie italienische Region Sizilien mit Vulkan Etna. Dann es gibt Blue Capri, klar, das ist wie Wasser und wie Insel Capri. Dann es gibt ein Weiß,
Das ist Region von Mont Blanc, von Seite von Italien-Seite. Es gibt noch Grün. Das ist Grün, gehört zum Toskana, und Gelb, Orange-Gelb. Alle fünf Farben, das ist italienische Region, wo Cavalcade-Veranstaltung gewesen. Jetzt, was ist TaylorMade? TaylorMade, das ist Atelier bei Ferrari auf Sonderwunsch von Kunden. Es gibt für Cavalcade Edition genau Paket, das ist Farbe mit Innenausstattung, außen, das ist fertiges Design mit Sonderlackierung. Jetzt Preis. Sonderlackierung. Die rote Streifen auch lackiert, die Akzente auf dem Tür auch lackiert, die rote Streifen auf Heckdecker auch lackiert, auf dem Tür Startnummer auch lackiert. Hier ganz selten hat Nummer 31, meistens hat Nummer 39, wie Vorwahl von Telefon Italien, mit Flagge auf dem Tür, das ist auch lackiert. Jetzt, was kostet Lackierung? Sagen Sie bitte Ihre Rat, was kann sein, wo liegt Preis für das Lackierung, für das Farbe? 25.000, 50.000, 80.000, 100.000. Ja, richtig. Lackierung mit allen Details, mit Interieur, liegt bei 100.000. Ferrari hat sehr gut gemacht. Die hat gemacht 5 Farben in 5 Modelle. Was bedeutet das? Das bedeutet, jeder Sammler sollte in jedem verschiedenen Modell jede verschiedene Farbe kaufen oder bestellen oder sammeln, in Zukunft vielleicht zukaufen. Und dann hat Cavalcade Edition Sammlung. Das heißt, der bekommt 5 Fahrzeuge, 5 verschiedene Modelle in 5 verschiedene Farben. Ich finde das super Sammlung. Jetzt können Sie sich vorstellen, die heiße Lava aus Vulkan. Es gibt verschiedene Farbespektra. Genau das Farbe zeigt das alles. Ja? Es gibt von dunkelblau bis braun, hellblau, lila und rot. Das alles Außenfarbe zeigt, wie Vulkan außen, und genauso innen, wie Vulkan innen ist, aktiv, zeigt uns Innenausstattung. Natürlich, erster Blick, die Macht Motorhaube mit roten Streifen und Übergang in Innenausstattung, Sitze mit roter Kante, Mittelkonsole im Rot und Türverkleidung auch im Rot und Sitze in der Mitte, kombiniert auch mit Schwarz. Was gefällt mir sehr, dass das Auto hat keinen Teppich und kein Alcantara, hat wie Pista oder Speziale, ja, die so künstliche, sage ich so, Aluminiumboden. Viel Carbon, wie außen genauso innen. Sitze von Alcantara mit TaylorMade Design. Bei Einsteigleiste, du kannst sehen, ja, dass TaylorMade steht mit 10 Jahre Anniversary. Und Plakette in der Mitte zeigt alle Termine, bei welcher Kunde gewesen ist. Natürlich wieder Respekt zum italienischen Designer. Für mich das Auto absolut perfekt gemacht, Farbkombination und konfiguriert. Noch ein paar Akzente. Ja? Alle sagen 296 GTB, das ist neue DINA. Nein, das ist kein neue DINA. Aber vom Design, ich sehe persönlich, liegt viele Details von 250 LM. Diesmal Ferrari so geil Karosserie gemacht. Genau das Teil absolut gleich wie GTS offene Version oder GTB geschlossene Version. Da muss schon richtig Profi sein, nur einen Teil von hinten sehen, dann du verstehst, ob das offene Karosse oder geschlossen. Die absolut geil, traditionell Ferrari macht immer noch aus Glas Motordecker, und das alle Ferrari-Inhaber freuen sich sehr, ja, und dann genauso Leute, welche Guckfahrzeuge auf der Straße an, du kannst immer gucken auf dem Motor, wie groß ist. Diesmal beide Turbolader steht innen, weil Motor, wie habe ich schon gesagt, der ist 120 Grad Winkel in dem Motor, viel Platz, und deswegen du kannst mehr kompakt V6 mit Biturbo machen. Noch eine aerodynamische Details, das ist diese Heckspoiler, welche kommt raus bei Geschwindigkeit, das ist auch aktive Aerodynamik. Und Auspuff hat im schwarze Keramik,
sieht auch geil aus. Jetzt machen wir Soundcheck. Ehrlich, das Auto klingt viel besser als vorgängige Modell F8, weil für mich F8, das ist absolut leise von allen. Ja, die natürlich super Klang 458 und dann kommt 488 mit Turbomotor, aber hat auch guten Klang und F8 war absolut leise. Aber 296 GTB hat wieder sehr guten Sound. Und probieren wir natürlich, ob das Spoiler auf Stand geht raus. Gott sei Dank, Spoiler geht nicht raus auf Stand, die geht nur raus automatisch bei Geschwindigkeit. Weil meine Empfehlung, ja, alle bitte Panamera-Fahrer oder F-Type-Fahrer, Audi-Fahrer wie RS7, ja, die Spoiler im Start muss geschlossen sein. Die muss raus, nur wenn Fahrzeug über 120 Geschwindigkeit und weiter. Weil das sieht sehr komisch aus. Und meine Empfehlung, bitte machen Sie das nicht manuell mit Button. Jetzt Verdikt, ja, unsere Faktoren Spaß oder Invest. Jetzt mein Faktoren Spaß. Ja. Von 1 bis 10, ich sage das 8. Okay, 9. Weil, wie habe ich schon gesagt, das Auto ist schnell, das Auto auch, ehrlich, macht Spaß. Vergessen Sie das Legende oder Geschichte mit Hybrid, mit Plug-in, ja, muss immer auf Steckdose sein. Ja, wenn steht lange, die muss auf Steckdose sein. Ich habe extra getestet, 2-3 Tage gefahren. Die Batterie bleibt stehen, ja, aber ich habe natürlich gefahren nicht auf Vollbatteriemodus, ich habe gefahren auf Hybridmodus und auf, sage ich so, Zeittraining-Modus, wo nur Motor läuft. Deswegen 3 Tage absolut in Ordnung. Ich habe gefahren ohne Ladekabel und alles funktioniert. Jetzt ist, wir sprechen über Thema Invest. Das ist TaylorMade, das ist ein Sondermodell. Wir kennen schon alle Jubiläum-Modell 70 Jahre zum Ferrari. Das war auch eine Serie mit TaylorMade. Natürlich war viel mehr produziert als Cavalcade Edition. Cavalcade Edition viel weniger. Im Moment, ich weiß, Listenpreis ist schon fast doppelte als normale Fahrzeug, aber ich finde das in Zukunft absolut realistische Sammlerfahrzeug, absolut interessantes Sammlerfahrzeug. Deswegen für mich, das Auto macht Sinn zu kaufen, macht Sinn zum Sammeln, abstellen. Natürlich, wie habe ich schon gesagt, wenn schafft, alle 5 Fahrzeuge haben, auch geil, ja, weil das hat nicht jeder. Und in Zukunft schwer zu sagen, ob das Preise geht nach oben oder nach runter, weil das ist Fahrzeug sehr neu, sehr exklusiv. Meine Meinung von 1 bis 10 als Investition liegt bei 7. Meine Meinung von 1 bis 10 Investition, der liegt bei 7. Letztes Mal mit Hamid haben wir gesprochen und der hat mich gesagt, wenn ich verkaufe das Auto mit gutem Gewinn in Zukunft, der sagt mir, nächstes Mal, ich bin bester Verkäufer in Deutschland. Ja, ich wollte nochmal Danke sagen, wer guckt unsere Video, wer macht für uns Like, wer schreibt Kommentar. Danke für Ihr Feedback. Wir sind heute fertig. Kommt neue Video, kommt neue Autos und tschüss!